Ja, erstmal vielen Dank, dass doch noch einige gekommen sind. Ja, leider haben zwei, drei abgesagt, aber nichtsdestotrotz sind noch ein paar Leute geworden. Freut mich wirklich, dass ihr hier seid. Erstmal herzlichen Dank an Stefan, den Besitzer hier vom Event- und Freizeitcenter, dass wir das hier heute machen können bei ihm. Ja, vielen Dank natürlich auch an die Presse, die hier auch da ist. Patrick, auch ein erfolgreicher Genève-Athlet. Alina, auch eine weibliche Athletin, die schon ordentlich abgeräumt hat. Die unterstützt mich heute mit dem Posing-Workshop. Ja. Dann hoffen wir, dass wir dann die Planung war, dass wir erst trainieren und danach ein bisschen posen, wer möchte. Und dann würde ich sagen, auf einen schönen Tag. Zeig uns mal, wo es lang geht. Hier ist das Studio. Ja, cool, wir kennen das doch schon. Wolltest du jetzt zum Mai starten? Nein, nein. Bleib auch schon machen. Es bringt dir doch nichts. Bitte? Ich bin ein bisschen vor. Doch, ein bisschen vor, ja. Das ist ja so noch cool, weißt du? Die Flasche legt sich bereits auf. Ne? Ich hab's sehen können.
Also wie, wie habt ihr euch das vorgestellt? Wer ist mit Equipment dabei? Wer hat Equipment dabei? Du nicht? Ihr zwei? Okay, und da kommen wir 60 Volt klar. Gucken wir mal, was nicht weiter, sondern einer vorne.
rein, hoch. Und rein. Sind wir jetzt auf die Platte schon? Das bedeutet, versucht, die Latissimus als ein Auffangflecken sein zu bleiben. Sehr schön, versucht mal hier hinten ein bisschen weiter schnappen. Top. Sehr schön, Jungs. Jetzt kommt Front Left Brigadier in die Double, in die Front Doppel Bizeps sozusagen. Denkt dran, ihr habt nicht viel Zeit für die Posen. In den Frontposen dürft ihr die Beine nicht abspreizen. Die müssen immer wie in der Grundpose vorne bleiben. Zack. Und aufsetzen. Und Beine aufspannen. Guck. Versucht bei der Doppelbizeps den Rücken rauszuziehen. Ihr macht das grundsätzlich schon wunderbar. Nice. Schau aus. Hier ist der Latissimus drin. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Top. Ja, ich weiß, das ballert. Das zieht echt. Vor allem, wenn man sie nicht aufgelernt hat. Den Rücken nimmst du mit. Bitte denk an die Beine. Das ist ganz wichtig. Nice. Toll. Sieht schön aus. Du auch gut. Nach hinten die Hüfte. Dann hast du die Beinspanne drin. Versuch die erste Mal nach vorne zu drücken. Und putz. Okay? Siehst du das jetzt? Okay, super. Ganz anders, ganz anders. Und denk auch dran, die sind nicht nur hier anliegend, sondern die drücken rein. Okay? Du drückst damit Latissimus raus. Okay? Double Biceps von hinten bitte, also Double Biceps. Beine bleiben genau so. Schön Rücken nach hinten. Und Rücken öffnen. Rücken öffnen. Okay? Denk mal, hier. Hier. Ja. Mach das. Mit dem Bein auch nach außen. Genau. Bisschen durchstrecken, bisschen weiter durchstrecken. Oben bleiben. Genau. Nur das hier sozusagen nach außen. Nice. Rücken auseinanderziehen. Komm schon. Sehr schön. Nice. Top. Gehen wir auch gleich im Prinzip. Hüfte nach vorne. Die Streifen auf dem Arsch. Und danach die Most Muscular Pose. Bauchbeine. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache euch das mal vor. Es kommt auch darauf an, wie eure Form am Ende ist. Ja? Danach müsst ihr auch posen. Bauchbeine. Ihr könnt das Bein durchstrecken. Wenn ihr hier schöne Querstreifen habt, dann streckt ihr schön das Bein durch. Könnt mit einem Arm rein. Oder streckt das Bein durch. Setzt hier hinten an. Luft holen. Ausziehen. Und rein. Boom. Hierbei bitte die Hüfte nicht zu weit nach vorne kippen lassen. Genau. Nice. Top. Und jetzt zu guter Letzt die Most Muscular. Die macht am meisten Spaß. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Die meisten kennen wahrscheinlich das Bubble. Ich würde, bevor ich in die Most Muscular gehe, schon einmal das Bein aufsetzen, genau das gleiche Prinzip. Und dann schön von außen rein. Boots. Bam. Schön letzte Pose. Allen präsentieren, was geht. Das ist die Krabbe, das ist das meistbekannteste, würde ich sagen. Dann gibt es die Möglichkeit, das steht auch im Reglement, die Hände in die Hüften zu legen. Ein Bein abgespreizt oder gerade. Und dann zum Beispiel so. Kann man alles machen. Okay? Das sind zwei Möglichkeiten, das müsst ihr für euch ausprobieren. Ich würde an jeder Stelle meistens immer die Krabbe machen, weil die am schönsten aus, würde ich mal sagen, am impressivsten. Schön an den Krabben machen, drin bleiben. Und dann zum Abschluss hin, weil es sowieso die letzte Pose ist, dann nochmal so rein. Probieren wir aus. Wenn du bei der Krabbe mit einem großen Einzelstecken eine schmale Stirn hast, machst du dich dadurch eigentlich noch schmaler. Es sei denn, du bleibst oben breit. Ja. Das ist das Ding. Du darfst auch nicht zu weit nach vorne kippen. Ist ja logisch, die Strahler kommen von dort. Kippst du die zu weit nach vorne, wird ja nur noch diese Fläche der Schulter beleuchtet. Deswegen geh nicht zu weit nach unten, sondern bleib leicht oben und drück auf die Brust mit rein. Putz. Okay? Hier. Schön zusammendrücken. Wenn ihr Querstreifen in der Schulter habt, wunderbar. Nice. Komm. Schön Power. Sehr gut. Sehr schön. Sieht toll aus. Einmal muss man sogar so die Krabbe. Genau. Fest ein bisschen weiter. Und die Schultern ruhig außen lassen und hier immer so mit der Brust reingehen. Genau. Einmal so und rein. Ruhig ein bisschen weiter entfernen vom Oberkörper. Genau. Richtig reingehen. Boom, hier rein. Ja. Dabei bitte die Beine aneinander pressen. Ja. Die Beine müssen, steht im Reglement, fest auf dem Boden sein. Bei dieser Pose, wenn ihr Symmetrie vergleicht, müssen beide Füße auf dem Boden sein.
darf nichts abgespeist sein. Ist schade, aber ist so. Dadurch nehmt euch den Vorteil, presst die Beine zusammen und leicht wieder die Hüfte nach vorne. Blick muss nach vorne gerichtet sein. Und jetzt macht ihr nichts anderes wie zum Beispiel die Side-Chest, ohne dass ihr den Arm mit reinnehmt. Huck, rein, Blick nach vorne. Die Brust, die rechte, wird mitgenommen durch den Arm und ihr spannt den Latissimus auf. Ihr spannt ihn auf, dreht euch rein, aber lasst den Blick vorne. Eine Federbewegung nach rechts, das heißt noch einmal 90 Grad zu zweimal. Genau das gleiche, Grundpose, bloß halt von hinten. Denkt dran, wie ich gesagt habe, steht ihr frontal zur Jury, Hüften nach hinten, kann man auch Beine, dann seht ihr die Querstreifen. Steht ihr mit dem Rücken zur Jury, Hüfte nach vorne drücken, weil dann wird dein Arsch gepresst, okay? Grundpose, Hüfte nach vorne. Top. Eine Federbewegung nach rechts. Genau das gleiche, nur nochmal links. Das ist eine Umstellung, die Motorik. Genau. Beine zusammenpressen, Beine zusammenpressen. Dadurch kriegst du nämlich mehr Spannung hier rein. Leicht in die Beule gehen, leicht kompakt machen. Nice. Denk an den Serratus, geh hier ein. Nice. Nein. Super, Jungs. Toll. Noch eine Federbewegung nach rechts, Frontalbruch wieder. Genauso wird es ablaufen. Bleibt in der Spannung. Ihr werdet teilweise Momente haben, ich will euch keine Angst machen, aber es wird so sein. Es wird so kacke anstrengend sein, dass ihr eigentlich nur noch rauslaufen möchtet. Ihr wollt nur noch, dass es vorbei ist. Ihr habt euch da teilweise 6-5 Monate für vorbereitet, ihr werdet nur noch aufnehmen wollen. Das heißt, an diesem Tag gilt alles zu geben. Zu zeigen, wer man ist. Gas zu geben, durchzuhalten. Ihr habt da 6-5 oder wer auch immer, wie viele Monate für euch gearbeitet. Also zieht durch, haltet die Spannung. Haltet die Spannung. Doppelbizeps von vorne bitte. Hüfte nach hinten. Latissimus von vorne bitte. Schön raus. Seitliche Brustpose bitte. Schön einmal sitzen. Side Tricep, seitliche Trizepspose bitte. Doppelbizeps von hinten bitte. Denk an Hüfte. Genau, schlampfen ein bisschen, nicht zu doll. Aufsetzen. Hüfte nach vorne. Schön Rücken ziehen, ausziehen. Latissimus von hinten bitte. Arme wieder in die Front wieder, Bauch, Beine. Genau. Einmal durchatmen, Bein aufstellen und reindrücken. Puh. Komm, zeig das her. Most muscular, please. Ja, mach mal die Krabbe. Nee, von oben. Achso. Okay. Nice, Jungs. Und deswegen ist das deine Show. Und dann läuft die Musik und du gibst nochmal 60 Sekunden und willst noch von euch einfach freie Posen sehen. Ihr seid da auf der Bühne, zack, Side Triceps, Side Biceps, Side Chest. Boom, geht nach vorne. Ihr macht das Publikum laut. Bam. Doch Beine. Puh. Genau, ihr kämpft auch miteinander, ihr geht zueinander und macht zusammen schön ein paar Posen. Ja, ja, zack, zack, zack. Boom. Zack. Ihr könnt auch Sachen machen, die noch nie jemand gesehen hat, die eigentlich gar keine richtigen Posen sind. Scheißegal. Boop. Ist völlig egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Selbstinszenierung. Ich danke. Und dann, wenn ich den ja los muss. Ja, Jungs. Nice. Herzlichen Dank.
Und dein 60% Körperfett kommt dahin, ne? Du rutschst mit den Händen zu weit nach vorne rein. Du lass am besten auf Spannung, wenn du hier hinten, guck mal, hier hinten schon langsam rein und dann hier an der Seite gehe ich schon den Druck rein. Ich presse die Fäuste sozusagen in den Bauch rein. Okay, gut. Hier rein. Jetzt kriegst du mir auch viel besser raus. Das sieht schon mal gut aus. Sieht sehr gut aus. Messen den Unterschied. Ruhig hier, weil er schon vorne an der Seite rein bin. Genau, nice. Der ist nach vorne, dann nach hinten. Ja. Also Jungs, wie ist das hier erstmal? Wer von euch hat überhaupt vor, ich glaube, wir sind hier von den Startern. Du wolltest im Herbst starten, kann das sein? Im Herbst, ne? Genau. Hagen, willst du mitmachen? Nee, ich bin erst gar nicht. Ja? Okay. Also wir gehen jetzt im Grunde genommen, hat irgendjemand von euch auch Pläne, eine Physikklasse zu starten? Oder sind wir ja eine Messing-Volleyball?